Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scum. Wir sind zurück und jetzt auf dem Weg Richtung Airdrop, den wir wahrscheinlich schon ein bisschen... Ja, wir müssen ein bisschen fahren. Ich hoffe, dass er nicht so lange schon unten ist, nachdem wir jetzt den Bären gejagt haben. Ich glaube, der könnte schon ein bisschen länger unten sein, der Airdrop. Mal gucken. Oder er kommt gerade erst, kann auch sein. Ich habe die Meldung mal wieder übersehen. Und wir fahren da jetzt schnell mal hin. Was schnell ist gut. Das Ding ist relativ weit weg tatsächlich. Aber den würde ich ungern liegen lassen, vor allem, weil wir es jetzt gerade... wir haben Dietriche, wir haben einen Schraubenschlüssel, um den komplett aufmachen zu können. Das sollte sich lohnen. Boah, das ist echt weit. Normal sind die immer relativ nah gewesen. Der ist echt am Arsch der Welt. Dann können wir eigentlich fast nochmal zu der Stadt hoch. So, wichtig ist hier keinen Felsen zu rammen. Wir können uns nicht leisten, unseren Traktor in die Luft zu jagen. Da ist unser kompletter Stuff drin, mehr oder weniger. Klar, wir haben zwei Kisten mittlerweile, aber nicht so viel. Das ist nicht weit. Wir haben die Hälfte erst. Vor allem berghoch. Super. 28 km/h, gut, besser wie nix. Boah. Es muss halt auch berghoch sein, natürlich. Okay. Ach, das ist. Huch. Okay. Ja, mal irgend. Oh. Dann großes Loch. Okay. Viele Zombies, Mechs. Was? Irgendwas Militärisches. Irgendwas Militärisches. Das ist ein Schießhochstand. Keine Ahnung. Da schauen wir auch vorbei. Aber da war ein Mech. Aber der hat uns nicht gesehen, immerhin. Mal gucken. Also man kann die... Scheiße. Boah, das kostet uns viel Energie, leider. Hier links von uns. Der müsste eigentlich schon unten sein. Ja, er ist schon unten. Boah, ich hoffentlich explodiert nicht. Gleich ist... Boah, ich glaube 20 Minuten, das... Ich glaube nicht. Also wir müssen noch ein paar Minuten müssen auf dem Tacho haben, hoffe ich. Hätten ein Safe Game anlegen sollen vielleicht vorher. Wenn er jetzt ist, ich habe kein Safe Game stand, dann wäre es das. Gucken gleich mal, wie viel er noch auf der Uhr hat. So, raus hier. Wir haben, glaube ich, alles einsteckend sogar. Partybrille ist nice. Komm, mach hin, ne? Gleich kannst du dich ausruhen. 18, okay, erst knapp unten. Okay. Wir haben genug. 8 Schlösser können wir knacken. Hey ho, let's go, würde ich sagen, oder? Okay. Der war nice. Der war richtig nice. Wow, Jackpot. Boah, okay, das ist Jackpot. Brecheisen, 100%ige, mit dem man die kleinen Schlösser aufmachen können und zig Schraubendreher. Okay, jetzt weiß ich auch, wieso manche dann so viele Schraubenzieher haben. Das war Jackpot. Jetzt gehen wir nur die Dietriche. 25 Schlösser kann ich jetzt aufmachen. Dietriche haben wir mehr als genug. Ja, nochmal absetzen. Ist tatsächlich die bessere Wahl, da nochmal abzusetzen. What? Ein Block C4. Cool. Die Frage ist, was stellen wir damit an? Ein Block C4. Okay, keine weiteren Fragen. Boah, zig Millionen Schraubenzieher halt auch. Das ist ja geil. Ich könnte schon mal Haarklammern herausnehmen. Machen wir gleich zu Dietrichen. Wir haben genug Zeit, um den Airdrop aufzumachen. Aber krass! C4-Block, einfach mal so. Okay, danke fürs Gespräch. Ich weiß übrigens, dass wir gerade die besseren Dietriche nehmen, aber das ist, glaube ich, relativ Wurst. Okay, Scum-Torte, ja, Partyhütchen. Ja, bringen jetzt leider auch nicht so viel Kohle, aber die Torte ist tatsächlich von... Wir haben halt noch eine. Waffen wären interessant, aber... Airdrop lohnt auf jeden Fall. Und wir werden besser mit dem Schlösser knacken. Ihr merkt das schon. Okay, das ist nichts wert. Werkzeugkiste. Jo.
Messerchen. Äxtchen. Vorschlaghammer nehmen wir auch gleich mit. Vorschlaghammer ist irgendwas, ich glaube, 300, 400 wert. Also eine ordentliche Menge tatsächlich. Die Torte haben wir leider schon. Werkzeugkiste, ich glaube, damit kannst du nur Dinge craften. Du kannst selber nicht großartig was reparieren damit. Haben wir unsere Dreierwaffe nachgeladen eigentlich? Ja, oder? Ich habe nachgeladen. Ja, ich lade eigentlich immer nach. Haben wir ein Metallrohr? Wieso haben wir ein Metallrohr? Wieso haben wir ein Metallrohr? Wir haben noch unser Hunter. Unseren Bogen habe ich weggelegt. Das Ding ist leer. Das Ding ist leer. Da ist der Hammer drin. Die Nägel sind nichts wert. Erfolgreich. Nein, oder? Okay. Wir werden es definitiv anziehen. Sogar mit ein komplettes Outfit auch noch. Bogensehendämpfer. Sogar ein komplettes Outfit. Mit ganz viel. Geil. Okay, richtig, richtig cool. Ein komplettes Robin Hood Outfit liegt da drin. Okay, wir werden uns den Spaß geben. Wir werden das tragen und anziehen und komplett verwenden. Wir werden uns einmal komplett auf die Jagd begeben. Nach irgendwas. Den Spaß geben wir uns. Komplettes. Das ist geil. Das ist cool. Das hat richtig Stil sogar. Okay, der passt leider nicht rein. Pack mal den Schraubenzieher weg. Nimm mal den hier unten rein. Wir haben genug Zeit. Also wir haben jetzt genug Zeit auf dem Tacho. Deswegen, ich muss mich nicht beeilen. Ein Tierhautköcher. Kann. Oh. Okay. Köcher neben mir. Wir haben einen zusätzlichen Platz, nett. Den behalten wir auch, den Köcher. Cool. Kurz Minuten noch. Alles schick. Easy. Okay. Ich habe leider. Bevor wir werden. Wir können Zombie drüber rennen lassen. Ah, cooler Loot mal wie. Also die Airdrops lohnen sich einfach. Das Airdrop ist das Beste, was du machen kannst. Ganz ehrlich, das hat sich jetzt schon gelohnt. Hier waren wir schon ein paar Mal bei dem Dorf. Ich würde tatsächlich eigentlich wieder nach hier unten fahren. Das war unglaublich interessant. Aber ich glaube, wir fahren tatsächlich erstmal wieder zum Leuchtturm. Ich würde den Leuchtturm noch gerne mitmachen. Da haben wir jetzt auch die 4 Zombies gekillt. Aber das Militärding sieht natürlich auch sehr nice aus. Und wir werden uns irgendwo mal. Gerade so ein Wolf ist eher. Bär mit Pfeil und Bogen? Nee. Glaube ich nicht. Aber ein Wolf oder sowas können wir mal mit. Ich möchte mich in dieses Robin Hood Outfit reinzwängen. Und ich bin mir sicher, ihr wollt das auch sehen. Geil. Also, schon cool gemacht, dass dann komplettes Robin Hood Outfit dann drin liegt. Können wir noch ein bisschen Pfeil und Bogen schießen? Pfeil und Bogen finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Egal in welchem Game. Guckt euch gerne mal Icarus an. Wenn ich auf 300 Meter einen Headshot einen Wolf gebe. Kein Witz, habe ich im Livestream gemacht. Aber das hier, dieses Militärgelände, ist auch interessant. Da können wir zumindest mal, wir schielen mal vorbei. Wobei, ich würde gerne vorher safen erzählen. Bevor wir das machen, hätte ich gerne ein Backup von dem Safe Game. Wir fahren vorbei. Aber wir werden uns das angucken. Definitiv. Aber ich hätte gerne tatsächlich ein Backup, weil wenn jetzt alles weg ist, ich würde gerne noch einiges ausprobieren, bevor wir hier eine neue Staffel anfangen. Okay. Er hat mich nicht gesehen, aber hier steht bereits einer. Weil das Ding ist komplett umzäunt auch. Und zwar um diesen Bereich auch. Wir hatten Glück, dass der uns vorher nicht gesehen hat, wo wir durch den Zaun gefahren sind. Wir sind nämlich da oben lang gefahren. Da oben durch den Zaun müssten wir gefahren sein, glaube ich. Aber da ist halt, glaube ich, auch der interessante Loot. Aber zumindest wir haben jetzt Schraubenzieher ohne Ende gefunden. Also der Airdrop war halt Glücks gerade. Ja, da müssten wir durchgefahren sein gerade. Also wir hatten Glück, dass der gerade nicht da war. Oder gerade auf Patrouille irgendwo anders da war. Sonst hätte er uns wahrscheinlich platt gemacht. Wir fahren mal in Richtung Leuchtturm. Wir machen die Route Leuchtturm. Dann in der nächsten Folge mache ich ein Backup. Und dann schauen wir uns das Ganze an. Aber wir fahren jetzt erstmal in Richtung Leuchtturm. Der Airdrop war Aufregung genug.
Scheiße, wir müssen mal wieder in den Berg hoch, aber wir fahren in die Straße entlang. Das ist um einiges entspannter. Aber C4? Antipersonenmine? Ich habe halt keinen Plan, wie ich diese Antipersonenmine benutze oder wie ich C4 benutze, mal ganz abgesehen davon. Wir werden uns zu 99,9% werde ich mir einfach selbst in die Luft sprengen damit. Deswegen, ich hätte da unglaublich gern Backup. Dann können wir damit mal ein bisschen rumexperimentieren. Ich habe keine Ahnung, was man da, also, ich könnte es, glaube ich, hinlegen und drauf schießen. Die Frage ist, wir haben halt jetzt keine gegnerischen Spieler in dem Sinne. Ja, da müssen wir lang. Oh, vielleicht finden wir noch ein Boot. Wir haben keine gegnerischen Spieler, also auch keine Konstrukte. Du kannst sonst keine Gebäude beschädigen, soweit ich weiß. Das heißt, wir können mit dem C4 praktisch nichts anfangen. Wir können... Okay, neue Idee. Wir nehmen das C4, legen das in einem Laufweg von einem Mech, schießen drauf, wenn der Mech rüberläuft und gucken mal, was passiert, oder? Oh ja, das machen wir auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall. Da bin ich Fan von. Das wäre doch irgendwie eine Scheiße. Da bin ich Fan von. Das müsste... Ich hoffe, das geht. Also müsste gehen. Wenn ich auf C4 schieße, sollte das explodieren. Ganz ehrlich. Hier, die Zombies sind noch nicht mal despawned. Nice. Die Klamotten auch nicht. Also wir waren nicht weit genug weg, dass das Zeug despawned. Nett. So. Die Mine packt man auch erstmal weg. Wer weiß, was noch passiert. Wir stellen mal schnell die Dietrich hier, die drei Stück. 261 mittlerweile. So. Ach, haben wir noch eine Haken? Nee, haben wir nicht einsteckt. Okay, wir nehmen mal die 1. Genau, den Rest hat man alles weggepackt. Wir haben jetzt unglaublich viele Schraubenzieher. Ist halt geil. Das ist halt richtig geil jetzt. Also der Loot und das kompletten Bären haben wir noch einstecken. Und wir haben ein bisschen Platz, haben wir noch ein komplettes Robin Hood Jacke. Hat die? Wie viel Platz hat die? Okay, 2 nur. Schade. Aber auch hier Carbonpfeile. Und ein Kodiak Bogen. Ja, probieren wir mal. Können wir machen, wenn wir jagen. Aber seht ihr das? Sobald ich das Inventar des... das Inventar öffne von meinem Traktor, fängt das Spiel an zu ruckeln. Das ist halt auch scheiße. Da kann nichts drin sein, oder? Es beruhigt sich irgendwann auch wieder, aber ab dann fängt das Spiel an zu ruckeln, sobald ich das Inventar meines Traktors aufmache. Und aber erst seit dem Patch. Seit dem Patch, den sie eingespielt haben. Ist das so. Ist nicht zufälligerweise ein Anleger oder sowas. Eine kleine Mini-Insel. Ich weiß, es gibt... Also... Man könnte rüberschwimmen. Ich weiß allerdings, irgendwann kommt ein Hai. Hm, guck mal einer an. Oh, das ist eine lange. Die hatte ich auch im Stream gefunden. Die lange Schrotflinte. Die hat aber auch nur 2 Schuss. Soweit ich... Doch, die hat auch nur 2 Schuss. Eine Bleiplatte. Die war, glaube ich, nichts wert, oder? Ich glaube, du kannst Batterien damit craften oder sowas. Autobatterien selbst gecraftet oder sowas. Aber die war, glaube ich, einzeln nichts wert. Und Autobatterien haben wir noch. Wir nehmen sie jetzt nicht mit. Ich wüsste zumindest jetzt nicht, wozu ich sie brauche. Kann sein, dass wir irgendwann dann erschreien, ja, Bleiplatten, bitte her damit, aber noch nicht, zumindest. Von dem her, ja. Sonnenblumenkerne. Geschmack prüfen. Leicht verdorben. Leicht verdorben ist okay, haben wir gemerkt. Schmeckt irgendwie komisch. Aber trotzdem, oder? Das waren jetzt ein paar Sonnenblumenkerne. Das würde uns jetzt nicht umbringen. Zack, tot. Ah, guck mal hier, Weihnachtshose. Dabei sind wir eigentlich südlich. Also sehr südlich sogar. Da ist nochmal ein Stofffetzen. Ja, da können wir hoch. Ja, wieder eine Drohne. Gehen wir direkt wieder rein. Ich will jetzt nicht gefilmt werden. Gehen Sie weg. Bitte keine Interviews im Moment. Danke. Da können wir nichts looten. Da auch nichts. Da waren wir schon. Kein Zombie da. Gut, außen waren dafür relativ viele. Spinde sind eigentlich auch immer ganz interessant. Weil doch ein bisschen was drin rumliegen könnte. Das Regal ist leer. Ich habe nach wie vor die Vermutung, dass irgendwann vielleicht mal irgendwo ein Scharfschützengewehr auf so einem Leuchtturm liegt. Aber auf dem, den wir waren, war zumindest nichts. Und ich glaube hier wahrscheinlich auch wieder nichts. Aber Hauptsache hochgerannt, das Ding.
Wir können höchstens mal gucken, ob wir von oben vielleicht was snipern könnten. Ich meine, Sniper haben wir jetzt. Und da gucken wir aber auch mal hoch. Kann ich da eigentlich... Ach, guck mal, wir können auch... Okay, wir können auch springen, da müssen wir die Leiter nicht hochklettern. So, einmal außen rumgelatscht fürs gute Gewissen. Ah, Möglichkeit nicht runtergefallen. Ah, guck mal, Anleger. Kein Boot. Bin enttäuscht. Zombie in der Nähe. Oh, so ein richtiger... Jetzt ein Zombie tatsächlich wäre cool. Dann könnte ich mal ein bisschen Snipern üben. So ein richtig schön weit weg entfernter Zombie. Ah, das ist schon maximal Zoom, aber... Ich glaube, das ist zu weit weg. Du würdest jetzt nicht sehen, wenn da ein Boot liegt, glaube ich. Dafür sind zu wenige Details auch da. Ich glaube, das ist zu weit weg einfach. Das wird nicht dargestellt. Aber die Insel müsste eigentlich dargestellt werden komplett. Sieht zumindest danach aus. Das ist so ein... Das ist ein Bunker, oder? So ein Weltkriegsbunker. Da ist nichts auf der Insel. So ein Weltkriegsbunker müsste das sein. Da ist auch nichts. Ein Zombie im Wald wäre geil, aber leider sind wir hier zombiefreie Zone im Moment. Schade. Ich würde gerne mal auf die Entfernung von oben ein bisschen snipern üben. Wäre jetzt Deluxe, aber wenn keiner zu Hause ist, ist keiner zu Hause. Ich könnte nochmal auf die zweite Terrasse gucken, ob hier vielleicht was rumliegt. Irgendwas. No, nix. Ich habe keinen Zombie gehört. Nee, nur keinen. Oder jetzt ein Bär oder sowas, aber von mir aus so gerne ein bewegtes Ziel, was ich dann wahrscheinlich eh nicht treffen werde, aber Hauptsache große Töne gespuckt, so sind wir. Okay. Jetzt mal wieder auf die 1. Haben wir das Ding hier durchsucht? Ja. Okay, den haben wir auch durchsucht. Gut, dann gehen wir wieder. Bringt ja alles nichts. Haben wir aus rumgelatscht, fürs gute Gewissen. Das Auto hier können wir nochmal nehmen. Aber ich glaube, haben wir da gelootet? Ja. Okay. Den Bunker, den zweiten Weltkriegsbunker. Ich habe halt Angst, dass mich ein Hai erwischt tatsächlich. Also es gibt Haie. Und das sieht nahe aus, aber ich glaube, die Insel ist ein bisschen weiter weg, oder? Ja, das ist ein Stück. Das ist nicht zu unterschätzen. Mit einem Boot ja, ohne Boot nee. Und ist leider keins. Ne, wir fahren weiter in Richtung Bunkers, glaube ich. Ich wusste jetzt nicht, was... Da kann gut drin sein, muss aber nicht. Die Ruinen sind auch eher... jetzt nicht so gut bekannt. Wahrscheinlich liegt da die fetteste Sniperwaffe ever. Aber wir werden es nie erfahren, von dem her kann es uns auch nicht jucken. So, der Airdrop ist immer noch da. So, das hier ist irgendein Bunker, also das hier ist irgendwas Militärisches. Die Frage ist, wie man das anfahren auf das Ding. Aber ich habe erst 18 Minuten auf der Folge, das ist auch scheiße. Wir können uns just for fun mal so einen Hund verkleiden. Aber ich würde gerne tatsächlich auch irgendwo. Am besten wäre ein Pferd oder ein Esel, was sich nicht wehrt. Esel haben wir auch schon mal gesehen. Wenn ich mit meinem Pfeil und Bogen vor einem Mech stehe, eher doof. Selbst mit einer Handfeuer, also mit einer richtig dicken Wumme auch dann doof. Wenn du tatsächlich, so wie ich es gelesen habe, 400 bis 500 Schuss brauchst, so viel habe ich nicht mal. Ist das eher sinnfrei, sich mit den Dingern anzulegen. Aber das C4, das scheint mir als vernünftige Taktik, dass wir so einen Mech totkriegen. C4-Block genommen, den vor die Füße geschmissen oder ihn hinlaufen lassen, draufschießen, explodieren, abwarten, was passiert. Ob er umfällt oder nicht umfällt, werden wir dann sehen. Die kannst du anscheinend auch nicht looten, die Dinger. Wir können uns mal weiter gucken. Da fängt ja dieses Militär, da oben fängt das Militärzaun an. Vielleicht finden wir ja noch ein Nebengebäude oder sowas. Das da zum Beispiel, das da unten, das sieht nicht nach Mech aus. Weil hier ist der Zaun. Da werden die Mechs sein. Da werden wir aber auch hingehen, das interessiert mich. Das sah sehr militärisch aus. Militärisch bedeutet militärischer Loot. Militärischer Loot bedeutet Waffe. Ja, das ist wieder so ein Weingut. Das nehmen wir noch mit. Warte mal, wenn wir hier... Da findet man einen Zombie, oder? Da findet man definitiv einen Zombie. Da ist kein Mech zumindest im Weg. Da findet man einen Zombie. Schöne Waffe haben wir gefunden. Bogen.
Ich hab's euch gesagt. Wir ziehen uns das jetzt an. Bogendämpfer. Armschutz. Ja, komm, wenn dann die volle Dröhnung. Okay, was haben wir noch? Wie sieht's überhaupt? Essen, trinken müssen wir bald mal wieder. Wir haben jetzt das volle Outfit an, oder? Leider fängt es wieder an zu ruckeln. Oh, ich würde jetzt den Fotomodus. Geil. Okay, warte mal, wir brauchen noch die Pfeile. Aber irgendwie, sobald ich in meinen Dings reingehe, sobald ich in meinen Traktor reingehe, fängt es an zu ruckeln. Ich weiß nicht, ob es am Loot liegt oder irgendwas, aber anscheinend. So, was ist, wenn wir jetzt nachladen? Kann ich nichts. Wieso kann ich mit dem Pfeil und Bogen gar nicht schießen? Wenn ich anvisieren drücke, passiert nichts. Wenn ich schießen drücke, passiert auch nichts. Wieso? Ich kann mir... wie wär's mit hier... Hallo? Muss in die Eco-Perspektive? Es gibt kein Zielen? Ich muss in die Eco-Perspektive, um Pfeil und Bogen schießen zu können? What? Das ist ja voll scheiße. Weil ruckelt es jetzt erstmal wieder ein kleines bisschen, bis sich das Game wieder beruhigt hat. Aber es crasht immerhin nicht. Ich muss in die Ego-Perspektive. Mit Ender kann man in die Ego-Perspektive. Und jetzt ruckelnd auf einen. Ist das dein Ernst? Irgendwo hier muss doch ein Zombie rumstehen, oder? Ich will einmal als Robin Hood verkleidet einen Zombie erlegen. Mit Pfeil und Bogen. Es sind immer ein Carbon-Pfeil, die wir haben. Aber ich habe keine Ahnung, wie das System funktioniert. Deswegen, das könnte gleich völlig in die Hose gehen. Ich bin mir relativ sicher, dass es völlig in die Hose gehen wird. Aber natürlich jetzt hier. Natürlich ist kein Zombie da. Wenn du mal einen brauchst, ist keiner da. Ernsthaft. Ich finde krass, dass du... Kann mit der Maustaste... Ich kann machen, was ich will. Ich kann nicht weg. Und das ruckelt immer noch. Könntest du das bitte jetzt wieder aufhören zu ruckeln? Ich bin weit genug von meinem Traktor weg, finde ich. Bitte aufhören zu ruckeln, danke. Ja, wir müssen leider im Moment leben, ich weiß nicht. Wir können höchstens mal den Traktor, also das Auto wechseln vielleicht. Vielleicht ist mein Traktor jetzt irgendwie verbuggt. Das ist auch kein Zombie. Das gibt's doch nicht, wir müssen irgendwo einen Zombie haben. Und das Ruckeln geht mal gerade tierisch auf den Sack. Und wieso sind wir jetzt so nah rangezoomt? Ich glaube, ich habe irgendwie das Spiel zerschossen. Ganz ehrlich. Ich glaube, wir laden mal neu. Wir werden als Robin Hood Verkleider jetzt mal reinlaufen. Okay, jetzt geht's wieder. Wir werden als Robin Hood Verkleider, glaube ich, gleich mal reinlaufen. Aber wieso ruckelt das denn jetzt so? Ist das vielleicht, bis ich was Neues durchsucht habe? Oder Taschen? Oder... Auch die Tasten spinnen ein bisschen. Das tut dem Game auf jeden Fall nicht gut, mein Traktor. Das Geile ist, es ist natürlich kein Zombie da. Wahrscheinlich drin, aber drin bringt uns das nichts. Brauchen auf die Ferne einen. Das ist auch nichts. Boah, ganz ehrlich, kannst du nicht spielen. Und euch will ich das eigentlich auch nicht antun. Was ist, wenn wir was looten? Geht auch nicht weg. Ich muss mir was ausdenken. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist der Traktor auf jeden Fall. Ihr merkt es ja. Es funktioniert schon ruckelfrei, bis wir im Traktor Loot rausnehmen oder irgendwas looten wollen. Dann fängt das Game an zu zucken, bis zum geht nicht mehr. Das ist halt mega scheiße. Ich würde jetzt einmal neu laden. Danach müsste es auch weg sein. Ich habe auch Angst, dass irgendwann mein Traktor wahrscheinlich despawnt. Ah, jetzt. Ah, so langsam geht's wieder, oder? Nee, ruckelt immer noch. Ja, ich würde sagen. Ich lade mal neu, die Folge ist ein bisschen kürzer, ich mache ein Backup, dann können wir auch zum Militärgelände in der nächsten Folge. Sorry dafür, ich versuche eine Lösung zu finden, aber ich kann nichts dafür, dass es seit dem Patch ist, mein Traktor irgendwie verbuggt. Vielleicht suchen wir uns ein neues Auto, sobald wir eins finden, laden wir um und nehmen ein neues Auto. Klar, wir haben auch einen Traktor wiedergefunden oder wir nehmen uns einfach den Traktor, den wir hier gefunden haben, oder? Da war ein Traktor, glaube ich. Und laden den vielleicht um. Batterien haben wir eigentlich, Benzin haben wir auch. Es macht einfach so keinen Sinn, wenn das Spiel dann immer ruckelt. Aber eigentlich hat es sich bis jetzt immer wieder beruhigt. Mal gucken. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ich werde es versuchen zu beenden.